Wir befinden uns mitten in den Energien vom Löwenportal, dem Lionsgate, das am 8.8.2023 seinen Höhepunkt haben wird. Also es ist ein energetisches Portal, das sich jedes Jahr öffnet, wo es darum geht, vor allem ja, das höchste Ich zu manifestieren. Also in dem Löwenthema in dein vollstes Licht zu treten, was vor allem auch ein höheres Bewusstsein anstrebt. Also eine gute Zeit zu manifestieren, und das ist etwas, was jedes Jahr passiert, energetisch natürlich aber auch immer zeitaktuell ein bisschen anders geprägt ist. Und deswegen möchte ich dir dieses Jahr wieder eine Message mitgeben, wenn du mich noch nicht kennst. Ich bin Hannah und auf diesem Kanal geht es rund um das Thema Astrologie. Also lernen und verstehen, und möchtest du das auch, kannst du gerne Teil der Community werden. Und sag auch gerne Hallo, wenn du ein neues Gesicht vor allem bist, denn ich freue mich über jeden Neuen, der gerade dazukommt. Wir wachsen gerade stetig, und das nicht ohne Grund, weil wir alle in ein höheres Ich steigen wollen. Und diese Energie, die ist unglaublich stark, vor allem immer, jedes Jahr, während des Löwenportals. Das öffnet sich so, ja, Ende des Monats, also ich glaube dieses Jahr so ein bisschen um den, weiß ich nicht, 24., 25., 26., jedes Jahr ein bisschen unterschiedlich, bis zum 12. August. Und diese Zeitphase ist eigentlich, ja, ein astronomisches Ereignis, wo unsere Sonne im Löwen in einer Linie mit der Erde und Sirius steht, was wir mit einer spirituellen Sonne assoziieren. Und die Sirius steigt am östlichen Himmelsbild und ist doppelt so groß wie unsere Sonne. Also unglaublich hell, unglaublich kraftvoll und deswegen eigentlich so, so viel stärker als unsere Sonne. Aber wenn diese sozusagen mit uns in einem Kontakt kommt, in einer Linie steht, dann ist es eine Energie, die uns plötzlich uns auch greifbar ist und uns, ja, für uns zur Verfügung steht. Und deswegen ist es eine Zeitfenster, wo es um Löwenthemen geht, wo es wirklich darum geht, mutig seine Schritte zu gehen und stolz sozusagen auf das zu sein, wer man selber ist, sein authentisches Ich in vollem Gänze zu zeigen. Deswegen ist es wirklich was, wo wir das Löwenthema nicht zuletzt aktuell wegen der Venusrückläufigkeit im Löwen und unserer Sonne im Löwen wie jedes Jahr zu dieser Zeit haben, ist es etwas, wo ich möchte, dass du selber mehr zu dir in dein Herz kommst und in deine Selbstbestimmtheit kommst und dass du weißt, dass du energetische Unterstützung hast. Und in diesem Zuge bin ich unglaublich glücklich über die Kooperation heute mit Hey Happiness. Und zwar stellen die nachhaltigen, wirklich schönen Schmuck dar, der vor allem mit einer Intention versetzt ist. Also die Philosophie, wie es der Name schon sagt, ist es, das Glück zu verbreiten und wirklich Schmuckstücke mit Seele zu verkaufen, also mit einer Bedeutung, die du vor allem denen selbst geben kannst. Also, wenn du mich noch nicht kennst, ich liebe Schmuck. Und Schmuck ist für mich was sehr, sehr Persönliches. Und wir können mit Schmuck auch, ja, Erinnerungen verbinden oder Intentionen auch versetzen. Und zum Beispiel kannst du dir, wie ich, eine kleine Kette machen, wo ich zum Beispiel meinen Anfangsbuchstaben H und einen kleinen Schmetterling mir ausgesucht habe, als das Symbol der Transformation. Die Transformation, die ich bereits durchgangen bin, aber in der ich mich immer noch befinde eigentlich. Und aber auch wirklich die Erinnerung und das Glauben, der Glaube an mich, an dass ich das kann und dass ich dazu bestimmt bin. Und dass das etwas ist, wo ich wirklich, ja, mich wie ein Schmetterling transformiere. Also mit dem Code HANNA10 kannst du 10% auf Mindestbestellwert von 29 Euro sparen. Und zwar den ganzen Monat. Also der Code gilt den ganzen Monat. Du kannst mich und meine Arbeit unterstützen. Und du pflanzt sogar einen Baum für jedes verkaufte Schmuckstück. Also schaut gerne mal bei My Happiness vorbei und unterstützt auch gerne mich und meine Arbeit, wenn dir vor allem dieser Content gefällt. Also es ermöglicht mir vor allem wirklich mehr Zeit für euch zu haben. Und zum Beispiel solche Sachen wie jetzt, das Löwenportal mit euch zu teilen. Also das Löwenportal, das ist natürlich was sehr, sehr Persönliches für mich, weil ich am 8.8. Geburtstag habe. Ich wusste nie wirklich, was damit anzufangen, wusste aber, dass 8.8, ja, irgendwie eine ganz coole Zahl ist, weil es ja einfach eine doppelte Zahl ist. Ja, wenn man sich aber ein bisschen mit der Numerologie beschäftigt, dann weiß man, dass die 8 assoziiert ist mit dem Tierkreiszeichen Skorpion. Und die 8 steht für Kraft und Macht, aber auch für, ja, für die Transformation und die Unendlichkeit. Also wenn du die 8 auf die Seite legst, hast du das Unendlichkeitssymbol.
Und wir wollen hier vor allem ja verstehen, dass ja, dass es eigentlich so viel mehr gibt als das, was wir immer zu sehen glauben. Und dass es eigentlich ein sich unendlich ausdehnendes Universum gibt, was dir aber auch als unendliche Möglichkeiten zur Verfügung steht. Und dass du diese Kraft nicht im Außen suchst, sondern sie eigentlich auch in dir drinnen hast. Also vor allem zum Löwenportal, finde ich, möchten wir diese Löwenqualität in uns selbst stärken. Und der Löwe, der ist unglaublich stolz, aber das heißt auch, der kann manchmal sehr fixiert sein auf das, was er möchte. Also das ist fixes Feuer, der ist sehr leidenschaftlich, sehr kreativ und der möchte das und nichts anderes und kann dann aber auch sehr fokussiert sein auf das, wie es sein soll. Er ist dann abhängig von dem Erfolg oder dem, ja, dem Applaus und dass es genau so aussehen soll. Und was wir aber eigentlich vor allem mit der Löwenportal-Energie lernen, ist, dass wir das Ergebnis, das, was dabei rumkommt, gar nicht unbedingt bestimmen müssen oder wissen müssen, sondern es geht um das Vertrauen in dich selbst und in deine Qualitäten. Also was zum Beispiel ja eben passiert, ist, dass die bewusste Sonne, wie wir es in der Astrologie haben als unser Ego, die kommt ja in Kontakt mit Sirius. Und Sirius ist dein spirituelles, deine spirituelle Sonne, dein höheres Ich. Und das ist das Licht, was unendlich dir zur Verfügung steht und was da ist, wenn du es nur annimmst und wenn du sozusagen dein Herz überhaupt öffnest. Und das ist Löwenenergie mit einer Venus-Rückläufigkeit, wohlgemerkt im Löwen, wo wir alle in einem sehr, sehr starken Prozess sind, wo es darum geht, sich wirklich, wirklich mit dem verbinden, was dir wichtig ist. Und vielleicht auch wirklich den Mut zu haben, in deine Träume zu gehen, in das, was du dir schon immer für dich gewünscht hast, dir das auch selber zu verwirklichen. Und das ist zur Löwenportalenergie etwas, wo wir wirklich anfangen können zu manifestieren, in die Welt zu bringen. Wir haben zu diesem Löwenportal unglaublich viele Planeten in Erde, also Merkur und Mars sind in Jungfrau, wir haben Uranus und Stier, beide Uranus und Jupiter im Stier und wir haben noch Pluto im Steinbock. Also glaub mir, dass da so viel Energie ist, die dich eigentlich dazu bringt, die Dinge in die Realität zu holen. Und was du dafür aber eigentlich machen möchtest, ist erstmal wieder in so eine Selbstbestimmtheit zu kommen. In so einen Kontakt mit dir, in dieses Gefühl mit dir. Was will dein Herz eigentlich? Also zur Löwenportal habe ich das Gefühl, es ist eine Energie, da kannst du dich selbst reinigen. Und da kannst du selber alte Dinge loslassen, die du nicht mehr brauchst und die du nicht mehr möchtest. Und wo du wirklich, wirklich spürst, okay, das da, was da drin ist. Dieser Wunsch, dieses Feuer, was ist das? Es ist dieses innere Feuer, was wir suchen und was dich inspiriert und was eigentlich der Motor ist für alles, was du eigentlich möchtest und tust. Und die Löwenenergie ist eigentlich dieses mutig sich selbst zeigen, unabhängig davon, was das Außen sagt oder was andere denken. Und das Löwenportal ist dieses Zeit, die Zeit, wo du dein Solarplexus öffnest, wo du dein Herz öffnest. Und du musst dir vorstellen, das ist so wie ein warmes Licht, das sich immer mehr in dir breit macht, wenn du dir wirklich dem bewusst bist und dein Herz öffnest. Also sein Herz zu öffnen heißt wirklich auch einerseits die Schultern zurücknehmen und wirklich mal zu überlegen, okay, wie trete ich Menschen eigentlich gegenüber? Bin ich eigentlich immer zu und wie trete ich dem Leben gegenüber? Bin ich zu? Habe ich Blockaden? Oder bin ich eigentlich auch bereit, mein Herz ein bisschen zu öffnen, mein Licht ein bisschen zu zeigen und ein bisschen Licht auch reinzulassen? Also es ist eine heilsame Energie, die zum Löwenportal zur Verfügung steht und die sicherlich für den einen oder anderen mit dem inneren Kind auch sich verbindet. Und das ist was, ja, wir haben in der Astrologie mit dem Löwen eine Energie, die ist kindhaft, die ist spielerisch, die ist da, weil wir da einfach wieder das Kind sein dürfen, das einfach Spaß hat und das es einfach nur macht um des Spaßes willen und wo wir selber vielleicht diese Energie auch im eigenen Leben vermissen. Also erlaubst du dir, diese Energie zu spüren und in deinem Leben zu haben? Also es ist sowas, sicherlich ist für den einen oder anderen das auch ein Zeitpunkt, wo wir eine Wunde spüren und wo wir merken, ah, das ist nicht so schön oder das traue ich mich nicht. Und das ist eine Energie, das ist der Löwe. Ja, das ist in der esoterischen Astrologie eigentlich das Tierkreiszeichen, was eigentlich nicht so gut ist, weil die Sonne und das Ego so behaftet davon sind, dass es immer um die Selbstverwirklichung geht, die aber immer sozusagen in, ja, gefangen ist in dem Selbst, gefangen in dem ist, dass es so sein muss, wie man selbst denkt oder wie die anderen denken. Und eigentlich ist es eine energetische Sache, so warum tust du das eigentlich? Also die Frage ist, die du dir stellen kannst, warum?
was auch immer du dir wünschst oder was auch immer du dir eigentlich gerade auch vorstellen kannst und du merkst, die Energie ist da für den Umbruch und du merkst auch, dass die spirituelle Unterstützung da ist. Und das ist die Frage, warum will ich etwas und warum wünsche ich mir das? Und warum glaube ich vielleicht, das nicht zu können oder warum habe ich Angst? Und die Energie des Löwens ist eigentlich dessen, es geht nicht um das Ergebnis und es geht nicht um das, wie die anderen Menschen es bewerten, sondern es geht um das Kreieren selbst. Und das ist für die Menschen, die kreativ arbeiten, ob das Content Creator ist oder wirklich musikalisch, philosophisch oder was auch immer, ist das natürlich eine sehr, sehr reiche Zeit. Aber was für viele von uns Menschen ja ist, die eigentlich nicht künstlerisch arbeiten oder sonstiges, ist das eine Energie, wo du wieder ins Vertrauen kommen willst. Du willst dir selber vertrauen und du fragst dich, warum? Warum will ich das und warum traue ich mich nicht? Und die Verletzung, die dabei da ist, ist die Zeit, die aber so heilsam für dich da sein kann, wenn du es dir einfach mal zugestehst. Wenn du dir deine Wünsche zugestehst, wenn du dir deine Träume zugestehst und wenn du dir zugestehst, warum du dich eigentlich klein gemacht hast. Und das kann für den einen oder anderen auch schmerzhaft sein, aber sei dir bewusst, dass wenn wir unser Herz öffnen, dann kann da auch erst Licht rein. Und das ist das Licht, was diese Wunden vielleicht auch einfach brauchen. Und diese Verletzbarkeit, die wir damit auch assoziieren, die ist natürlich sehr, sehr stark, die wir dem Löwen gar nicht zuschreiben würden. Aber Löwen sind sehr stolz und sie haben ein starkes Ego und sind leicht verletzbar. Und die Löwenenergie tragen wir alle in uns. Und wir wollen alle diese Energien in uns stärken und auf höchste Ebene bringen. Und dadurch, dass wir eine Venus-Rückläufigkeit im Löwen haben, ist es natürlich das Thema, wo habe ich diese Liebe in meinen Beziehungen? Wo gebe ich diese Liebe in Beziehungen? Und was wertschätze ich wirklich und was macht mich wirklich glücklich? Und wo vermisse ich vielleicht auch dieses Glück in meinem Leben? Also wenn du diese Energie noch nicht spürst, dann ist das vielleicht auch ein Zeitpunkt für dich, diese Intention zu setzen, dich mit diesem inneren Kind zu verbinden und zu sagen, was wünscht sich eigentlich dieses Kind? Und wenn du es träumen kannst, dann kannst du es auch verwirklichen. Und eigentlich sind wir wirklich beim Löwen jemand, wir sind mutig. Und warum sind wir mutig? Für die Liebe. Also das heißt, wir riskieren etwas für die Liebe. Aber welche Liebe? Und zwar die Liebe auch zu uns selbst. Und was passiert, wenn du diese Liebe für dich selbst mal zulassen würdest und das riskieren würdest? Und deswegen meinte ich, das kann für den einen oder anderen emotional werden. Das ist für mich auch ein emotionales Thema. Aber das ist die Transformation, die ich selber gesagt habe, nee, ich möchte mir das schenken. Und ich möchte mir das geben und das kannst du auch. Also das Löwenportal ist eine unglaublich starke Energie, wo du merkst, dein Bewusstsein kommt zusammen mit einem höheren Bewusstsein. Und du kannst dich selber energetisch auf eine höhere Ebene bringen, wenn du die Intention dafür setzt. Und das ist wirklich ein Zeitpunkt, der quasi sich ja über das ganze Jahr heraus manifestieren kann. Und wir haben Zeitqualität so stark da, die möchte, dass du dich veränderst und dass du dich traust. Und der ein oder andere macht das halt auf eine Art und Weise, die von außen kommt und er muss sich verändern. Und was ist aber, wenn du selber einfach sagst, ich mache das und kommst in deine Selbstbestimmtheit, wo es geht, okay, ich mache das, weil mein Herz das spürt. Und ich mache das, weil mein Herz das fühlt. Mein Wunsch für dich ist, dass du dir aktiv Zeit nimmst, dich deinen eigenen Träumen und Visionen zu widmen und sozusagen dir selber den Raum zu geben für Kreativität, für das, was du da in die Welt bringen möchtest. Und ob das du selbst bist oder ob das ein Gefühl ist, was du fühlen möchtest. Also es geht um die Intention, die du manifestieren möchtest. Und wichtig ist für dich, das zu verstehen, dass das ein Energieaustausch ist, der ist da und das öffnet sich, das Portal öffnet sich für dich und gibt dir diese Energie. Und das heißt auch, du musst in den Austausch mit dieser Energie gehen. Das heißt, du musst auch ein Stück weit vertrauen und dich ein Stück weit anlehnen und aber auch ein Stück gehen. Du musst ein Stück auf das Universum zugehen. Und das ist der Moment, wo wir vertrauen und zwar in uns selbst und auch in das Universum. Und was nämlich passiert, ist ganz oft, dass wir es versuchen, logisch zu erklären und dass wir Angst haben und dass das uns immer wieder stoppt. Und das ist eine Energie, die ist sicherlich da, vor allem weil die Jungfrau auch gerne sich die Sachen analytisch zurechtlegt und verstehen möchte. Ist es aber auch was, wo sie sagt, okay, aber wir können ja auch Lösungen finden. Und es ergeben sich Lösungen oder auch Optionen, Möglichkeiten, die du aber mutig angehen musst. Und du musst auch verstehen, dass es nicht darum geht,
was das Ergebnis ist, sondern dass du es getan hast und dass du es tust und dass du weißt, dass du dabei auf dich vertrauen kannst. Also eines der größten Aufgaben, wo ich gemerkt habe, was ich gelernt habe oder was ich immer noch lerne, ist, mir selbst zu vertrauen. Zu wissen, dass ich jedes Hindernis, was kommt, dafür bestimmt bin, dieses zu überkommen und daran zu wachsen und das zu meistern, um vor allem auch das Gefühl von Erfolg zu fühlen, von diesem, ich habe das geschafft, ich habe das durchgemacht, ich habe mich getraut. Das sind Gefühle, die sind unglaublich belohnend und haben was mit ganz viel mit Selbstwertschätzung zu tun, weil du dir selber sagst, ich bin es mir selber wert, mir diese Chance nicht zu verpassen oder mir das selbst zu ermöglichen. Das heißt, der Höhepunkt dieses Wunsches, dieses Gefühls, das findet am 8.8. statt. Und kurz darauf haben wir ja so einige Sachen, die ja noch so ein bisschen passieren. Also wenn du meine Vorhersage zum Beispiel guckst, astrologisch vom August, verstehst du auch, wie sich die Energien über den Monat hinaus verbreiten. Weil wir haben zum Beispiel zum Zeitpunkt, wo sich das Löwenportal schließt, unsere Venus und Löwe Kasimi. Und das heißt, wenn Sonne und Venus zusammenkommen, dann ist das das Gefühl von wegen, hier explodiert was. Und das ist sowas, wir machen uns frei. Und es ist so ein starkes Gefühl, was für den einen oder anderen, glaube ich, teilweise auch überfordert sein kann, weil es dir plötzlich, ja, weil es dich so sichtbar macht, weil es so dich so stark damit verbindet, dass es gar nicht mehr anders geht für dich. Und die Erdenergie möchte ja von Jungfrau, wir wollen es verstehen, wir wollen den Plan haben, aber das ist so ein bisschen was, ja, ich glaube, du bist dabei, eine Struktur zu aufzubauen und zu sehen, wie du es machen kannst. Aber der Herz und Verstand, es geht um das Gleichgewicht und die Balance, vor allem die wir im Nachhinein so ein bisschen die sich so ausbreiten wird. Eigentlich ist es dieses Gefühl, was wir schon die ganze Zeit spüren, das Gefühl von einer neuen Erde und einer neuen Lebensweise und einem neuen Lebensweg für uns selbst. Und da gibt es Dinge, die neu in dein Leben gekommen sind und die sich auch manifestieren derzeit, die sich dir sichtbar machen als Chancen, als Wert, als Job, dass du weißt, das will ich, das verdiene ich, das fühlt sich gut an und das fühlt sich nicht mehr gut an. Das ist die Stierenergie, die wir mit Uranus und Jupiter die ganze Zeit schon haben, die den Prozess der Erneuerung haben wollen und der Veränderung. Und dessen, das muss sich doch aber immer noch gut anfühlen und das muss doch immer noch gut für uns sein oder auch für unsere Erde sein. Also natürlich immer den Nachhaltigkeitsgedanken, der mit dabei ist, wo es ganz klar darum geht, was sind unsere Prioritäten eigentlich im Leben. Ja, und ich glaube, wenn wir mit Pluto im Steinbock noch haben, dann ist das natürlich die Transformation, die uns bevorsteht, die aber auch eine gewisse Selbstverantwortung von jedem mit uns bringt. Also Steinbock-Energie, da sind wir verantwortungsbewusst und da sehen wir, wir haben hier was zu tun, wir haben hier was zu machen. Und deswegen ist es nicht nur Feuer, was keinen Bestand hat und was einfach nur brennt, sondern es brennt, weil es Licht bringt. Und diese Energie vom Löwenportal ist eigentlich, wo ist dein Licht und wo zeigst du dein Licht und wo traust du dich, dein Licht noch nicht zu zeigen? Und ich glaube, das ist eine Energie, die baut sich auf. Wir haben dann diese Venus Kasimi, am 16. haben wir einen Neumond im Löwen. Also glaub nicht, dass dieser Monat höchst transformativ für den einen oder anderen von uns ist, wo wir neue Wege gehen, wo wir neu und mutig sind, unseren Träumen auch wirklich nachzugehen. Also wenn wir 5 Planeten in Erde haben, glaub mir, dass die Dinge sich manifestieren, dass sie physisch werden und dass wir sie in unserem Alltag sehen und dass wir sie in unserem Alltag und in unserer Realität auch verwirklichen wollen. Und die Manifestationsenergie grundsätzlich vom Löwenportal ist immer sehr, sehr groß. Also Intentionen, die du jetzt setzt, die haben ganz, ganz viel Bedeutung und ganz viel energetische Unterstützung, sag ich mal auch. Wenn du gewillt bist, dich eben in diesen Energieaustausch auch zu geben. Du solltest dir Zeit nehmen und wenn es nur ein kleines Zeitfenster ist, an einem Morgen oder an einem Abend, wo du dir eine Kerze anmachst oder dir morgens, wenn du unbedingt ganz schnell zur Arbeit musst, einen kleinen Zettel schreibst mit einem kleinen Wunsch für dich. Oder wo du dir, ja, zum Beispiel eine Kette kaufst, mit einer Intention zu versehen, mit einem Wunsch für dich. Oder den Wunsch für jemanden anderes zum Beispiel auch. Das aufzuschreiben. Unterschätze nicht, wie viel Kraft eigentlich in der Bedeutung ist, die wir den Dingen geben. Wenn wir Gedanken in Wort fassen oder wenn wir Bedeutung in Form bringen. Das ist das, wo wir anfangen, Dinge zu
Dinge zu manifestieren, Dinge in die Realität zu bringen. Werd dir bewusst, dass die Energie, die dich umgibt, einen Einfluss auf dich hat und dass du aber auch eine Energie hast, die einen Einfluss auf andere hat. Und wenn ich von Energien spreche, ist das nicht immer für jeden greifbar, weil sie höchst spirituell werden. Aber was ich damit auch meine, ist eine Überzeugung, mit der du zum Beispiel in eine Situation trittst. Und wenn du den Glaubenssatz hast, ich kann das nicht, oder alle werden mich angucken, oder alle werden mich auslachen, dann ist es eine innere Überzeugung, die eine ganz andere Körperhaltung zum Beispiel von dir auch hervorruft. Und du wirst merken, wenn du aber zum Beispiel gerne mehr Liebe spüren möchtest und die in deinem Leben aber nicht hast, dass das etwas ist, was mit dir anfängt. It all starts with you. Und das heißt, du kannst an deiner Energie arbeiten, weil du kannst nicht beeinflussen, wie die anderen Menschen reagieren. Aber du kannst beeinflussen, wie du über dich selber denkst und wie du selber über die Situation denkst und wie du die Situation einschätzt. Also die Intention vielleicht, alte Glaubensmuster auch loszulassen, alte Ängste loszulassen, auch das kannst du dir als Intention für dieses Löwenportal setzen. Also natürlich der Wunsch, in ein höheres Ich zu steigen, aber was bedeutet das für dich? Was heißt deine Verbesserung? Was heißt das für dich? Was macht dir Freude? Das ist sehr, sehr persönlich und das ist was, das machst du mit dir aus und dafür musst du dir aber auch einen Moment nehmen. Also ich wünsche dir, dass du dir einen Moment für dich nimmst und diesen Raum schaffst, um diese Intention zu setzen. Ich bin nur da, um die Nachricht zu vergeben und ich freue mich, wenn diese Nachricht dich erreicht hat und ich freue mich auch, wenn wir uns wiedersehen und du hier in diesem Kreis bleibst, der stetig wächst. Ich sende dir ganz, ganz viel Liebe und ein Happy Lionsgate.